Und die Map wurde, glaube ich, jetzt wieder gewechselt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe es doch jedenfalls. Oh, schon wieder Belagerung von Shanghai. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Battle Battlefield 4. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte ein DLC spielen, aber das können wir auch noch später machen. Ich meine, ne, das LP könnte unendlich lang werden. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf ein DLC und ich glaube. Oh, wir spielen was anderes, oder? Ne, spielen wir nicht. Okay, gut. Wir spielen Vorherrschaft auf Belagerung von Shanghai. Leider dieselbe Map wie letztes Mal. Die AOG habe ich auch noch nie gespielt. Und die sieht so mit der Tarnung, mit den normalen Grünen eigentlich ganz fresh aus, würde ich schon sagen. Ja, ich weiß, voll die Gangstersprache, fresh. Ich werde es auch lassen. Ich meine, ich rede ja sonst nicht so mit fresh und alles, ne? Oh, warte mal. Oh, das sieht schick aus. Komm, nehmen wir. AOG. Spiel ich zum ersten Mal. Wir suchen immer ab 18 Bewerber. Ah, ja, okay, gut. Ab Belagerung von Shanghai. Letztes Mal ja auch in Rush. Ein Leben. Wir hatten gerade ein Leben. So, wo bist du? Du Penner. Ich bin da voll. Da war einer. Nee, nee, nee. Wo ist er denn? Sag mal, willst du mich verarschen? Warte mal, ist hier drin, ne? Nee. Hier war doch gerade einer. Ihr könnt mich nicht verarschen, hier war gerade einer. Ja, wahrscheinlich ist er schon gestorben. Ja, letzte Folge zwar auch gerusht. Haha. Aber das hindert ja uns. Oh Gott, ist das Visier. Ah, die Waffe ist allen Gesundheit. Komm, gib ihm. Gib ihm. Ich will den Kill. Ich möchte den Kill. Ja. Lol, 100. Nice. Das ist ein normaler Kill. Geil. Ich hätte jetzt wenigstens. Oh, warte, ich bin Squad-Leader, alles klar. Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass ich. Bin ich überhaupt an? Ja, bin ich. Dass ich irgendwie 99 oder 98, vielleicht sogar 97 bekomme, aber 100? Ist doch schon ein bisschen merkwürdig. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nachladen. Oh. Ich mag die AOG eigentlich. Ich setze mir mal hier so ein Ding hin. Also wie gesagt, ich mag die AOG eigentlich. Aber hier ist sie gerade ein bisschen anders, ey. Ein bisschen komisch. Gut, C haben wir auch. Ich frage mich bis heute noch, was dieses Punkte einnehmen eigentlich bringt. So gesehen bringt es einen ja nicht. Nichts. Man muss ja trotzdem töten. Ich glaube, es ist einfach nur für die Spawns, weil man kann ja an den Flaggen dann spawnen. Mehr ist es ja auch eigentlich gar nichts. Gar nicht. Aber naja, vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Grund, warum man das noch macht. Ich belebe dich wieder zu 100%. Bam. Boah, bin ich gut. Oh, fuck. 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 Nein! Ach, mit seinem awesome Face. Sein Clan-Tag, VVV. Hat das was zu heißen? Man weiß es nicht. Aber es kann gut sein. Ach ja, heute Arbeit. Nein! Du lebst. Jawohl, Headshot. Oh Gott. Ach, jetzt von der Seite mit einer Schrotflinte, wirklich? Ach, Mann, ey. Arbeit war heute eigentlich ganz cool. Nur danach war ich so müde, weil ich habe mich da nur noch hingelegt, weil meine Freundin hier war. Oh, 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 schade. Und nachdem ich mich kurz hingelegt habe, weil dann, als ich nach Hause kam, war ich nicht müde, aber als ich mich dann kurz hingelegt habe, oh, als ich dann aufgewacht bin, ne? Ich bin immer noch müde eigentlich, aber ich, durch das Let's Play bin ich wieder ein bisschen wacher. Da ist einer übrigens. Da auch. Na komm, du Schlampe. Aber man ist so müde, wenn man sich nur mal kurz hinlegt. Das war wirklich für eine halbe Stunde, ja? Es war nicht eine Stunde, 2 Stunden, so mittagsschlafmäßig, sondern wirklich eine halbe Stunde. So bis 18 Uhr halt. Und dann danach, boah, danach aufzustehen ist echt schwer. Du verpiss dich.
Ach so, C. Wo ist denn hier einer? Mit der AOG. Ja, ist klar. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Lecker. AOG. Nee, ich spawne jetzt mal nicht bei meinen Leuten. Ich will C. Ja, okay, Hilfe. Egal. Immerhin. Aua, was von wo? Och Mann, mit der, seiner scheiß AOG, wer benutzt denn diese Waffe, ey? Nee. Ah, so ich spawn jetzt mal beim Kumpel. Ganz ehrlich, das muss man. LOL! Ha! Geil! Hat sich ja gelohnt. So, du kannst. Wie? Hilfe! Ich habe zwei gekillt? Wow, wie habe ich das denn jetzt gerade angestellt? War da hinter noch einer oder was? Ja, scheiße, scheiße. Nein, stopp. Ja, Hilfe zählt als Kill. Das Auto. Uiuiui. Muss man ganz kurz. Ach, B ist jetzt schon erobert. Oh, na toll. Na dann halt auf zu A, ne? Ja, ich gehe auch mal hier lang. Ho! Ho, 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 ho. Komm, kümmer du dich um den, genau. Wunderbar. Und eingenommen. Geil. Du stirbst mir nicht hier weg, mein Freund. Du nicht. Und ich habe den Typen gerade gesehen, aber ich habe mir gedacht, den machst du jetzt mal nicht kalt. Ha! Ich war's. So. Auf zu zäh. Medikit Ribbon, nice. Und wir haben auch schon Assault. Ah, ich vergesse immer diesen Weg, ne? Alter, wie viele Punkte bekommen wir denn gerade, bitte? Wow. Was ist denn die Groza 4 mit Schalldämpfer anscheinend integriert? Komm. Boah, hab ich euch den Arsch gerettet? Oh, jetzt kommt's. Ach, verdammt, ey. Bartolomeo. Erinnert mich ein bisschen an One Piece. Bartolomeos Bär. Ist zwar jetzt nicht gerade aktuell in One Piece, aber, ne? Naja. Spoilern will ich ja auch nicht. Ich guck's zwar nicht so gerne, also so viel. Ist wie mit Naruto. Die Folgen sind einfach 50 Minuten davon reden. Also in einer Folge, ja. Obwohl das gar nicht mal machbar ist, eigentlich. Okay, sagen wir mal. 15 Minuten reden, 5 Minuten Action. Ne, nicht mal 5 Minuten Action. Das zieht sich mal wie ein Kaugummi. Das ist ein bisschen das Doofe. Aber trotzdem sehr cooler Anime. Ich möchte jetzt hier keinen irgendwie verurteilen, der jetzt One Piece guckt. Ich mag den Anime selber, die Charaktere. Okay, teilweise sind die Charaktere echt ein bisschen zu strange. Für meinen Geschmack auch. Da finde ich doch dann Naruto besser mit den Charakteren teilweise. Aber so an sich, die ganze Umgebung finde ich bei One Piece besser. Und doch die Angriffe und alles, das finde ich cooler. Von wo denn? Ach, von da vorne? Nee, hä? Wo war denn da einer, ey? Also klar, man sieht jetzt, dass der da war, aber wann war der denn da? Ich habe den nicht gesehen. Naja, C ist ganz schön hart und kämpft. Oh! Keine Sorge, ich bin da. LOL! Einer war. Let you down. Moment, was? I never let you down? Macht das überhaupt Sinn? Ich lasse dich niemals. Naja, okay, gut. Macht Sinn. Bin zwar jetzt nicht so der Englisch-Profi, merkt man vielleicht. Aber die haben fast verloren. Guckt es euch an, ey. Wir haben 200 Leute noch. 200 Tickets und die sinken und sinken. Ah, ich finde das mit dem Herrschaftsprinzip in COD besser. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich hätte 4 killen können. Alter. Wie geil. Naja, schade. Trotzdem gut, irgendwie. Aber echt. Ich find den Herrschaftsmodus in COD halt wirklich besser, weil man da halt Punkte verliert. Oder besser gesagt, Punkte bekommt, umso mehr Flaggen man hat.
Oh nein, ich hätte wegrennen sollen. Ich hätte wegrennen sollen. Warum mache ich es nicht? Sascha, sag es mir. Warum hast du das nicht getan? Und ja, ich nehme krass im Voraus auf. Die Folgen kommen jetzt zwar alle November, aber ich bin immer noch im Oktober. Aber im November Fieber. Weil es ist jetzt der 20. Oktober, wo ich das hier aufnehme. Und ich freue mich wie ein Schnitzel. Allein der 1. November hat ja meine Freundin Geburtstag. Der wird schon richtig gut werden, der Tag. Lol. Und dann geht's los mit Black Ops 3, Fallout 4. Oh, ihr wisst's ja, aber trotzdem, ich bin so gehypt auf den Monat. Das ist der Wahnsinn. Das wird dir nicht viel bringen, okay. Ich wollte den Baum knutschen, ihr habt's gesehen. Ach, schade. Aber die haben ja fast verloren. Nächste Runde gibt's dann wieder eine längere Folge wahrscheinlich. Ich mache das jetzt immer so abwechselnd. Und vielleicht kommt dann auch mal das DLC, obwohl ich noch gar nicht alle Maps gespielt habe. Und ich mache immer auf schnelles Spiel, damit es für mich auch ein bisschen überraschend ist. Und wenn danach halt nochmal. Ich habe den wenigstens. Ich hatte ein paar Punkte wenigstens verdient. Ach, fick dich doch da oben, ey. Hier, na, wie heißt es? Shangri-La? Nee. Ach, Belagerung von Shanghai. Ups. Shangri-La. Genau, wir sind hier in Shangri-La, auf jeden Fall. In der modernen aber. Wo sind die Esel? Ich will ein Esel reiten. Nein, Quatsch. Diese kleine Hure. Ach, da ist noch einer. Boah, der ist ja richtig sneaky unterwegs. Lol. Ich dachte jetzt, wo ich reanimiert wurde, jetzt mache ich ihn platt mit meiner Granate. Nee, ist nicht. Ist nicht. Es ist schon krass irgendwie, wie man gerade sieht. Wir hatten vorher 200 Leute und die 90 und jetzt haben wir 100 weniger bekommen. Alter, wie die einen auf den Sack gehen, ist der Wahnsinn. Das ist krass, das ist einfach nur krass. Vielleicht spiele ich mal Eroberung. Obwohl Rush hat letzte Runde richtig Bock gemacht, auch wenn wir nicht gewonnen haben, leider. Es war echt arschknapp. Also wirklich sauknapp. Aber ich habe auch wieder Bock auf Rush. Wo war der? Lol. Oh Mann, ey. Was soll man dazu noch sagen? Wlup. Das muss wehtun, wenn er nicht, also wenn er gelebt hätte, hätte es wehgetan. Na, ihr versteht mich. Ich habe so das Gefühl, dass man doch mehr Tickets verliert, wenn man stirbt, wenn die mehr Punkte haben. Wieso, ey? Wieso? Ey, wirklich jetzt? Mit der AUG A3. Ey, wirklich, durch den Penner hasse ich die Waffe noch. Ich habe die nicht einmal gekillt mit meiner eigenen AUG, ja? Und meine sieht wahrscheinlich besser aus, auch wenn da einfach nur Beweis drauf geklatscht ist. Sieht trotzdem besser aus als seine wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber wir verlieren noch. Ey, es ist der. Das ist der Wahnsinn, wie schlecht wir jetzt einfach sind. Ey, das gibt's ja gar nicht. Das ist echt, nee. Das ist echt heftig. Alter, von 200 auf 63 ist es nicht machbar. Fick dich. Lol, was? Wieso? Oh, du kleine Hure, ey. Ja, weggeschrotzt. Werde ich auch mal wiederbelebt? Hier gibt es sehr wenig Medics in meinem Team, merke ich gerade. Naja, ich mache mal ganz kurz einen Cut, wa? Ach ja, ach ja. Ey, ich wollte die überraschen, ja, und dann sieht mich dieser Piss-Bartolomeo, ey. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ey, ehrlich jetzt? Wir verlieren wirklich noch? Das ist echt der Shit, ist das. Und der wird natürlich noch wiederbelebt. Ja, warum denn nicht? Alter, wie wir in der Unterzahl jetzt auf einmal sind. Es hat wirklich was mit den Flanken zu tun, hundertprozentig. Anders würden die Flanken ja gar keinen Sinn machen.
Ey, von überall. Mit dieser scheiß Usas, ey. Diese scheiß Schrotflinte. Boah, haben wir nur verkackt, ey. Die waren richtig gut. Muss man sagen, die waren wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Die waren einfach gut. Naja, was soll man machen, ne? Aber ich habe trotzdem ein paar Punkte kassiert. Das ist schon mal gut. Und ein Visier, das ist für die AOG für mich wichtig. Weil ohne Visier ist sie doch sehr, sehr. Naja, eigentlich nicht. Ich habe halt bloß schlecht geschossen. Gibt auch solche Tage, wo man etwas schlecht schießt. Aber Dritter. Oh Gott. Und das so schlecht. Naja. Der fünfte Service da. Aha. Ja, okay, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Battle Battlefield 4. Ich werde dann mal Eroberung spielen oder Vernichtung. Oh, beides ist cool. Ich glaube aber mal ein klassisches Eroberung werde ich mal spielen. Ja doch. Eine klassische Runde muss ja auch mal sein. Auf einer normalen Battlefield-Map. Gut, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao.